weil es keine Peter Kutscher im eigentlichen Sinne ist. Ich habe quasi mehr Zeit für meine Folien als meine Vorgänger. Das hat den Grund, dass ich einen etwas längeren Film zwischendrin noch habe und dass ich teilweise ein bisschen mehr erklären muss. Mein Mokli heißt Tarek und mein Name ist Hannah Bartel. Wir kennen uns mittlerweile seit anderthalb Jahren, also unsere Projektzeit ist auch schon abgelaufen, aber wir treffen uns jetzt so einmal im Monat weiter. Und unser Untertitel, Gib mir die Hand, ich zeig dir die Welt, und hat eine besondere Bedeutung, und zwar spielen in unserer Balu- und Mokli-Beziehung die Hände eine ganz wichtige Rolle, weil Tarek nämlich gehörlos ist. Und bevor er ins Projekt kam und bevor er im LBZH auf dem Internat war, hat er eigentlich sehr wenig Förderung bekommen in die Richtung. Seine Gehörlosigkeit wurde sozusagen vom Amt erst festgestellt, als er bei der medizinischen Einschulungsuntersuchung war. Und er konnte also weder Deutsch noch Kurdisch noch, noch Gebärdensprache in irgendeiner Weise. Und es war am Anfang sehr schwer, sich zu verständigen. Und ich konnte aber schon Gebärdensprache vorher. Und wir haben das dann gemeinsam gelernt und gemeinsam die Welt entdeckt. Und wie wir das gemacht haben, das darf ich Ihnen jetzt kurz zeigen. Also wir hatten gemeinsame Ziele und ich muss auch sagen, ich habe auch ganz viel von Tarek gelernt und ganz viel von seiner Welt aussaugen können, in der er lebt und in der er lebte. Und diese Ziele haben wir uns nicht von Anfang an gesetzt, sondern die haben sich so im Laufe der Zeit entwickelt. Um Tarek einmal kennenzulernen, habe ich ein kurzes Video, das wir gemeinsam gemacht haben. Das ist so ungefähr ein Jahr her. Das heißt, er konnte da schon relativ gut gebärden. Mittlerweile kann er das noch viel, viel besser. Und mittlerweile, glaube ich, kann er es auch besser als ich. Er ist wesentlich schneller als ich. Und er stellt sich in diesem Video einmal vor. Das Video ist ohne Ton. Und ich werde Ihnen übersetzen, was es bedeutet oder was er uns sagen möchte. Entschuldigung. Hallo, lass uns anfangen. Die Kamera läuft ja. Hallo, mein Name ist H-A-N-N-A-H, Hanna. Und mein Gebärdenname ist Hanna. Mein T-A-R-I-K. Mein Gebärdenname ist Tarek. Und ich habe ein fröhliches Gesicht. Also wir beide. Ja, wir beide. Jede Woche treffen wir uns. Und was machen wir da? Wir essen Eis. Ja, wir essen Eis. Aber das Eis, das wird richtig weich. Wenn es draußen warm ist, wird es verweicht. Das ist richtig ärgerlich. Und zu Hause, da essen wir ganz viel Eis auch. Und ich liebe Eis. Das ist ja schön. Okay. Wir beide waren letzte Woche im Spielehaus. Ja, im Spielehaus. Und was haben wir da gemacht? Also, da war so ein dunkelhäutiger Junge. Und ein Junge war es. Und der war so ein bisschen kleiner als ich. Und der ist halt geschaukelt. Und dann ist er runtergefallen. Und dann hat er geweint, weil er von der Schaukel gefallen ist. Und also der ist nicht so geschaukelt, sondern so. Und deswegen, und dann ist er runtergefallen. Und der Grund, warum er gefallen ist, weil er auf der Schaukel gebärdet hat und sich nicht festgehalten hat. Okay, erinnerst du dich, letzte Woche habe ich dich zu Hause besucht bei deiner Familie. Also Hannah hat mich besucht. Und wir haben gefeiert. Es war jesidisches Osterfest. Und wir haben gefeiert und getrunken und mein Vater hat mit mir gesprochen. Und Cemil, also mein Vater und Cemil ist sein Bruder. Die kennen sich jetzt auch und die haben zum Beispiel geredet und
Und C-E-M-I-L, den kennt Hanna jetzt auch. Und die sind jetzt auch ganz dicke Freunde. Und Cemil ist mit Hanna noch rausgegangen und mein Vater. Und dann sind wir alle schlafen gegangen. Und das war schon in der tiefen Nacht, als Hanna wieder gefahren ist. Jetzt bin ich fertig. Du bist fertig. Ah, das hast du gut gemacht. Ja, schön, danke schön. Also ein Eindruck davon, ich finde, er kann sich schon sehr gut ausdrücken. Das war am Anfang noch nicht so leicht, weil er so sehr gut über die Sachen, die so da waren, er hat dann gesagt, ich möchte jetzt ein Glas Wasser und ich möchte gerne einen Apfel. Aber so abstrakte Dinge wie über Gefühle zu sprechen oder sich mitzuteilen, was man morgen machen will oder ein Konzept dafür zu haben, wie die Woche aussieht und dass man wochenends vielleicht bei der Familie zu Hause ist und unter der Woche im Internat ist und dass er mich gefragt hat, sag mal, heißt eigentlich Dienstag? Ja, also da war ich manchmal auch ein bisschen überfragt, wie man das gut erklären kann. Oder er hat zum Beispiel gefragt, was diese Gebärde heißt. Und diese Gebärde heißt für, also für dich und für mich. Und ich habe das immer gemacht, das ist jetzt für dich. Und dann hat er gesagt, ja, was heißt das für? Ich sage, ja, ein bisschen wie ein Geschenk vielleicht. Ja, also es war, seine Welt zu entdecken, war eine große Herausforderung. Also ein erstes wichtiges Ziel war, neue Kommunikationswege zu entdecken. Die Welt der Hörenden ist für viele Gehörlose und vor allem für gehörlose Kinder sehr beängstigend. Also er hat 6 hörende Geschwister in seiner Familie und er wird von seiner 15-jährigen Schwester großgezogen. Aber in der Familie war er gut integriert. Aber so hinauszugehen und andere Leute anzusprechen, das fand er ganz schwierig am Anfang. Und er war auch am Anfang ein bisschen beleidigt, dass ich hören kann und er nicht. Aber wir haben das dann geübt und wie man hier unten auf dem Bild sieht, hat er sich später auch getraut, Hundebesitzer anzusprechen und zu fragen, ob man den Hund streicheln darf, weil ich glaube, dass man das auch als Hörender versteht, wenn man sagt, Hund streicheln. So, und dann hat der Hundebesitzer genickt und Harik hat gestrahlt. Aber auch ich habe eine neue Wahrnehmungswelt entdeckt. Also das Lieblingsspielzeug von Harik war mein Auto. Und wir haben auch das zum Thema gemacht. Wir waren auch in der Autowerkstatt, haben überlegt, ob er vielleicht Automechaniker werden kann und wie so ein Auto von unten aussieht. Und irgendwann hat er mich gefragt, Hanna, warum riecht dein Auto eigentlich so gut, wenn es draußen regnet? Und dann habe ich irgendwie, also ich wusste zunächst überhaupt keine Antwort auf diese Frage. Und dann hat es einmal wieder geregnet. Und ich habe den Scheibenwischer angemacht und dann hat er gesagt, jetzt riechst du es. Und dann habe ich festgestellt, dass es das Frostschutzmittel ist, das man noch innen riecht, wenn man eben die Scheibe sauber macht. Und dann sind wir dem nachgegangen und haben geguckt, wo man das Frostschutzmittel nachfüllt und wie man das Wasser nachfüllt und wie interessant so ein Auto eigentlich vorne auch aussieht. Und dann hat er mich noch auf eine sehr gute Idee gebracht. Das können Sie alle auch mal nachmachen. Wenn man nämlich beim Regen sich mit dem Auto an den Straßenrand stellt, am besten unter einen Baum stellt und dann mit den Händen oben an das Dach fühlt, dann kann man jedem einzelnen Regentropfen nachfühlen, wenn man die Schwingung auf den Händen spürt. Also das haben wir auch öfter gemacht, weil das einfach total schön ist. Ein ganz wichtiger Punkt, der mir bei Tarik sehr wichtig war, weil das der Neugierde entwickelt, die andere Welt kennenzulernen, die Welt draußen kennenzulernen. Er hat am Anfang, die ersten Monate immer gesagt, nee, ich habe keinen Bock rauszugehen und ich will lieber hier bleiben und ich weiß auch überhaupt gar nicht, wo meine Schuhe sind und Jacke habe ich auch nicht und ich gehe jetzt auch nicht raus. Und irgendwann, so nach 4, 5 Monaten, kam er mir irgendwann strahlend entgegengelaufen und hat gesagt, schön, dass du da bist, was machen wir heute?
Und das war ein Punkt, in dem sich unsere Beziehung gewandelt hat. Er war neugierig, er wollte wissen, was Zuckerwatte ist. Es war ihm am Anfang total suspekt, dass man das essen kann. Und er ist als allererst auf diese wunderbare Kletterwand geklettert und war stolz wie Oskar, als er da oben ankam. Und das lag mir sehr am Herzen, dass er eben die Angst verliert und die Unsicherheit verliert und eben die Welt gerne für sich auch entdecken möchte. Was unsere Baloo- und Mowgli-Beziehung ausmacht, habe ich hier nochmal kurz in verschiedenen Stichpunkten aufgeschrieben. Also einmal stelle ich für ihn eine wichtige Verbindung zu seiner Familie dar, weil ich mit der Familie sprechen konnte. Er hat mir dann gesagt, die Familie selber kann keine Gebärdensprache, die können sich verständigen, aber mehr so mit, ja, auch mit den Händen ein bisschen, aber eigentlich mehr, weil sie sich sehr, sehr gut kennen. Und er wollte zum Beispiel nicht so gerne mit seinem einen Bruder das Zimmer teilen, sondern lieber mit dem anderen Bruder. Und solche Sachen hat er mir dann gesagt und ich habe dann das der Familie kommuniziert und ich habe so ein bisschen die Vermittlerfunktion gehabt. Und zum Beispiel haben wir es dann zum Ritual gemacht, dass ich am Ende der Treffen mit ihm einmal noch bei ihm zu Hause angerufen habe, weil er sehr viel Heimweh hatte, auch in der Zeit hier im Internat. Und das hat ihm sehr geholfen, dass er wusste, zu Hause ist alles gut und seine Schwester hat gesagt, am Wochenende kriegst du ein Eis. Und, dann, und das war für ihn einfach sehr, sehr wichtig. Wir haben angefangen, uns Postkarten auch zu schreiben, weil man ja nicht telefonieren kann, leider. Und wir haben angefangen, vor allen Dingen über gemeinsame Abenteuer und über gemeinsame Treffen zu sprechen. Und dadurch hat er so eine Art Zeitgefühl auch entwickelt. Also was war letzte Woche und was war vorletzte Woche? Und wir haben Fotos angeguckt gemeinsam und haben uns darüber ausgetauscht, wie lustig das war oder was wir beim nächsten Mal machen können. Und er hat in der Zeit einfach ganz, ganz viel mitgenommen und ich auch. Und die letzten beiden Folien, die würde ich einfach so zeigen, ohne sie zu kommentieren. Dankeschön.